Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, so schaut's aus, wenn vier Pasinger vor dem zukünftigen Asylantenwohnheim am Heidelweg stehen. Herr Stumpf, der Herr Krumpholz und der Herr Fenzel. Ich habe mir eine gewisse Unterstützung heute versichert, schon alleine aus dem Grund, weil das also Sauern sind. Wissen Sie, wenn man in so einer Gegend wie hier Zuzug erwartet, da soll man nicht unbedingt Spaß draus machen. Die Sache ist einfach viel zu ernst. Herr Stumpf, oder? Ja, freilich. Also, ich habe ja nichts dagegen einzuwenden. Und ich finde, es ist auch alles sehr schön geworden. Ja? Das ist ja nicht bloß eine Baracke, es ist ja wirklich, das kann sich sehr lassen. Du kannst anschauen, gell? Sogar die Fensterläden sind in verschiedenen Farben gehalten, also man hat damit Geschmack gebaut, was also Funktionsbauten eher selten ist. Also in Afrika oder wo sie herkommen, da haben sie es bestimmt nicht ganz so schön. Sie haben so recht. Andererseits, Herr Krumpholz, Sie sind ja so, dass ein kleiner Bürgermeister am Heidelweg, sagt man, oh einer noch. Sind gleich die Nachbarn dann zu einer gekommen, wie zum Bauen angefangen worden ist, haben sie mir erzählt und wollten wissen, was da los ist. Also das mit Bürgermeister finde ich nicht schlecht, sollte man vielleicht einmal festhalten. Ja, aber tatsächlich sind auch hier wieder Leute an mich herangetreten, die dann hier drüben an dem neu gebauten Areal sind ja alles Patchwork. Heute sagt man, früher hat man gesagt Kinderreiche, heute nennt man sowas ja Patchwork-Families. Und ich habe ja ein Verständnis dafür und dann waren sie ganz aufgewühlt. Und nicht nur sie waren aufgewühlt, sondern eben auch das Grundstück. Und ich habe dann schon ab früh ab 8 es piepsen gehört, wenn das Ding rückwärts fährt, macht das also schöne Geräusche. Und dann bin ich raus, habe mir natürlich etwas noch angezogen und tatsächlich wurde hier alles aufgewühlt. Und keiner wusste Bescheid. Ja. Auch kein Bezirksausschuss wusste Bescheid. Keine Grundstücksbesitzer wussten Bescheid. Und als allerletztes wir auch nicht. So. Aber wir wurden eines Besseren belehrt, man muss nicht Bescheid bekommen. Nein, braucht es nicht. Weil alles im Amtsblatt drin steht. Ja. Ja. Und wer außer die TZ und die Hallo und die Bild eben sich auch dieses Blatt beschafft, hätte es gewusst. Und dann hat man einen Monat Zeit und kann tatsächlich Einspruch einlegen, was im Amtsblatt drin steht. Ja. Und jetzt kommt natürlich der weitere Aspekt. Deshalb ist auch der Herr Fenzel hier, der hier in der näheren Umgebung eine Eigentumswohnung besitzt. Gell? Ich möchte schön, nicht wissen, wie sich jetzt mittlerweile die Werthaltigkeit Ihrer Eigentumswohnung verändert hat. Was, die Erbtante? Die Werthaltigkeit. Nicht ach, die geht direkt zum Friedhof raus. Da ist also garantierte Ruhe und ich habe mich als Hoffnungsträger habe ich mich da etabliert, weil ich war auch zufällig bei dieser spontanen Versammlung hier auf der Straße, wo die Leute halt nur gerüchteweise erfahren haben, was ist und die Aufregung war groß. Ich bin ja in dieser Eigentümer-Sprechergemeinschaft und da war bei der Versammlung eigentlich bloß das Thema, man hat die niederbügeln müssen mit Argumenten, denn Pasing speziell und Bayern lebt immer schon vom Zuzug. Also ich habe die Nacht über den Rall gewälzt, Geschichte. Das ist nämlich der Punkt, Sie erinnern sich aber letzte Woche, wir müssen einfach über Völkerwanderungen sprechen. Genau. Und nicht bloß über das Treuen neuer Völker oder Volksgruppen, sondern auch über die Chancen, die dahinter stehen. Also nur schnell, die Bajowanen, die Markomannen, die Alemannen, die Boier, die Ungarn, denken Sie an die Gründung Münchens, die Tataren, die Awaren, die Langobarden, noch gar nicht die bayerischen Stämme, die auch da reingeschminkt haben, die iroschottischen Wandermönche, die alle Damen und Herren, Könige, also alle haben wir geschnuckt. Ohne Zuzug. Vielleicht ist das einmal später eine Gnadenstätte, wo man sagt, hier hat der Heilige sowieso. Aber wir haben jetzt darüber sprechen. Trotzdem mal die Frage, um was verliert denn so Immobilien da heraus einen Wert, wenn jetzt so ein Wohnheim für fremdländische Menschen plötzlich in allernächster Nachbarschaft steht? Also vor allem am Friedhof nicht. Hier habe ich mit den Leuten geredet, die sind zum Teil verzweifelt. Ich denke wohl nicht ganz ohne Grund. Ich glaube aber langfristig wird das vielleicht sogar eine Wertsteigerung sein, weil man lernt da neue Leute kennen. Da hat der Anton Leitner am Wesslinger See gesagt, die also eine ganz tolle Immobilie haben und da ist auch so ein Asylantenheim. Er fährt nicht gerne in Urlaub und jetzt kommen die alle hierher. Er geht zu denen zum Essen. Also man braucht nicht mehr zum Indonesen gehen oder zum Thai, sondern man kann mit denen essen. Die kochen gerne und die gehen mal kurz und lernen von uns Plätze. Ja, da gibt es also schon Hausfrauenkontakte. Austausch mit Blätzerl backen. Man muss es mit Humor nehmen. Okay. Dann, das machen wir jetzt einmal. Man muss einfach versuchen, das Positive zu sehen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Standardwechsel. Vielleicht blicken Sie noch kurz darüber. Da sehen Sie da hinten zum Beispiel einen Baum stehen. Das ist ein Obstbaum, das sehe ich ganz deutlich, mit umwickelten Stamm. Den hat man extra versetzt. Der stand früher zum Beispiel da, wo jetzt das Wohnheim steht. Man sieht also, dass doch auch mit einem gewissen Ernst und einer gewissen Bereitschaft Investitionen zu tätigen, an was herangegangen wird. Also kleine Pause, dann sehen wir uns gleich wieder beim Heim. Ja.
der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, das ist Tilla, wie sie gerade in der Geschichte Pasings gräbt. Wir sind also kurz vor der Grenze Stadtgebiet Pasing rüber zum Landkreis. Und hier bin ich heute mit Jens Kumpholz und Fritz Fenzel, weil wir uns zusammen dieses neue Asylantenwohnheim anschauen. Das ist also von hinten mit Tischtennisplatte, Kinderspielplatz. Wann soll es denn eröffnet werden? Sie haben da neueste Erkenntnisse, Herr Kumpholz? Ich hatte das Glück, ob ein Glück ist, ist übertrieben, aber als Anwohner natürlich habe ich dann auch das Recht, glaube ich, einmal da drauf zu schauen. War drin vor uns, hatte auch einen freundlichen Herrn aus Kroatien, der mich da rund geführt hat. Und tatsächlich hat er gesagt, 1. Novemberwoche ist die offizielle Eröffnung. Da werden auch mal die Pasinger und Pasingerinnen wahrscheinlich auch mal rein dürfen, vermute ich mal. Es ist alles vorhanden, von der Tischtennisplatte über Spielplatz, über Volleyball etc. Drinnen hat es 900 Quadratmeter unten Wohnungen und 900 Quadratmeter oben. Das aber weiß ich jetzt auch. Wie groß ist die Einzelwohnung, weißt du das? Es ist schon ein bisschen, also es sind vor allen Dingen, die Wohnungen sind durchgehend. Man kann also von einer in die andere gehen, da ist eine Tür drin. Aber es macht keinen großen Eindruck. Ich sage Apartments von 25 Quadrat. Wir müssen es schon nutzen. Heute meine Einschränkung, Damen und Herren, die Sendung sehen Sie dann auch noch. Mhm. Das ist natürlich schon spannend, wie sowas ausgestattet wird. Aber ich muss korrigieren, weil Sie gesagt haben, Asylantenunterkunft. Ja. Es standen hier schon drei verschiedene Sachen an dem Zaun dran. Also allererstes stand dran, Erbauung von Wohnunterkünften. Dann stand dran, ich habe die Fotos alle noch da, aber ich muss raussuchen. Dann ist für Anerkannte. Nein, und dann hieß es, für Wohnungslose und dann hieß es Flüchtlingsunterkünfte. Genau. Es wurde dreimal geändert, wie das Flurgrundstück ja auch geändert wurde, das wissen Sie. Das war Gemarkung vorne an der Maria Eich, genau. Aber gut, es wurde alles wieder berichtigt und korrigiert. Solange es berichtigt wird, ist man ja bei der Wahrheit. War ja auch alles richtig drin. Es ist sogar in der Süddeutschen eine kleine Notiz dann gestanden, der Stadtrat hat es genehmigt, nachdem es fast so ausgeschaut hat wie jetzt. Also. Ja, mein erstes ist ja der Fachausschuss zuständig, der macht eine Beschlussvorlage. Und dann wenn der gesagt hat, okay, das machen wir so, dann nickt es der Stadtrat ab. Das ist halt aber ein einfacheres Verfahren. Was ich halt schlimm finde, ist immer, dass man von Seiten der Behörden, die dann die Leute, die dort wohnen sollen, zuteilen, sich einfach niemals festlegt oder ganz zum Schluss. Man weiß also nie, ob jetzt einschichtige Männer aus Afrika kommen, ob Familien aus Syrien kommen oder wie dann die Struktur ausschaut, die man dann für dieses Heim vorgesehen hat. Wenn Sie in ein Theaterstück gehen, da gehen Sie ja nicht irgendwo hin, weil Sie nicht wissen, was ausgestrahlt wird, sondern Sie informieren sich ja, was läuft. Und so ist es ja auch. Und wissen Sie, was mich am meisten aufregt, ist, dass man dann eine Info, also nachdem sie alles aufgerissen, aufgebuddelt, die Leute aufgescheucht hat, das muss man alles wirklich auch mal wirklich sehen. Ich verstehe diese Familien, die extra sich dieses Paradies ausgesucht haben. Wenn man die aufscheucht, aufbuddelt und danach macht man, wenn alles aufgerissen ist, eine Veranstaltung und schmeißt dann Flyer rein und erklärt den Leuten, was da passiert, das finde ich eine Vorgehensweise, die erinnert mich an DDR-Zeiten, weil ich bin dort geboren. Da hat man Leute auch nichts informiert. Da wurde man einfach vor irgendwelche veränderten Tatsachen gestellt. Das hat DDR-Charakter. Aber da will ich mich jetzt nicht weiter dazu äußern. Ich bin froh, dass zumindest keine Blechcontainer da stehen. Ich schneide das nicht raus, das verspreche ich Ihnen. Wie finden Sie so, als jemand, der hier schon längere Zeit wohnt und lebt, diese Informationsart, Herr Fenzel? Also mein Vater ist geborener Pasinger, der ist jetzt gerade in den Himmel aufgefahren, wird gleich da vorne beerdigt. Ich wohne neben dem Friedhof. Ich habe einen absoluten Pasing-Bezug, habe das alles mitgekriegt. Ich versuche ja alles positiv zu sehen und das mit dem DDR-Bezug finde ich jetzt auch wieder gut, weil dadurch wird man kosmopolitisch. Also man hat eine Wiedervereinigung auch in Pasing starten. Erzählt, wo alles so gewesen sein soll. Sie wissen ja unsere Vergangenheit und DDR und jetzt kriegt man das einmal live mit und kann mitreden, was es alles gibt. Ich glaube, wir müssen einfach froh darüber sein, Damen und Herren, dass wir wieder neue Impulse von außen kriegen. Das ist ganz wichtig, weil ich meine, die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist tatsächlich, wenn ich das so her, unter aller Sau. Aber dafür kennen die leider nichts. Verstehen Sie das? Die daherkommen, die kennen ja nichts dafür. Ne? Und vielleicht, wie der Fenzel es vorher schon gesagt hat, steckt wirklich auch ein großer Segen drin, große Chancen, die vielleicht über ein gemeinsames Essen hinausgehen. Ja, es steht ja in den Geschichtsbüchern, die Orte auf Ing deuten immer darauf hin, dass zwischen 500 und 1000 vor Christus Zuzug war. Ich weiß nicht, ob sie die damals gefreut haben. Die waren vielleicht ein bisschen handfester, wir dürfen ja nichts mehr sagen. Ja, 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 und man gewöhnt sich dran.
und es ist vielleicht ein Gewinn. Und hier ist ja auch ein magischer Ort, wie Sie wissen. Also die sind ja mitten auf dem Kraftort und dem entsprechend kräftig. Was ich ganz lustig finde, mich haben schon alte Pasinger gefragt, du, bei dir wird doch gebaut. Für die Asylanten meinen sie, kriegt da auch eine Wohnung. Echt, haben sie so in Ungarn gekommen? Ja. Da muss ich einhaken. Ich bin ja auch immer im Gespräch, also nicht nur mit Geschäftsleuten oder mit Anwohnern, sondern auch natürlich mit diesen armen Menschen, die hinten an dem Kiosk an der Arkade, wissen Sie, wo ja. Die sitzen ja da rum, das sind ja auch Obdachlose. Und die haben mich mal auch tatsächlich einer von denen gefragt, ich glaube sogar der Chef von denen, ja, da gibt es auch eine Hierarchie, und hat dann eben gesagt, ich, da hinten bauen sie doch was, meinst du, dazu wird er auch unterkommen? Kein Witz. Ja. Und dann hat einer mir gesagt, 860.000 Obdachlose wohl in Deutschland, so in München, ich weiß es nicht wie viel. Und vielleicht, wenn sie hier raus sind, vielleicht finden wir da auch mal eine Unterkunft. Mit anderen Worten, es gibt genug gestandene Münchner, die nicht so Glück gehabt haben im Leben wie wir, die sich das schlichtweg nicht leisten können. Ja. Und dann darf man eins nicht vergessen, ich gehe immer noch fest davon aus, dass irgendwann mal da beispielsweise in Syrien wieder Ruhe ist. Und sie dürfen doch nicht glauben, dass die Syrer alle bei uns bleiben wollen. Niemals. Und dann werden da drin wieder Wohnungen frei. Exakt. Ja? Also, ich muss auch mit DDR vergleichen, wobei man ja sagen muss, dass ja, da haben ja Leute sozusagen ihr Land nicht verlassen, sondern sind ja von einem Land ins Gleiche sozusagen zurückgekehrt. Ja. Darf man ja nicht vergessen. Aber tatsächlich, wenn ich in solchen Ländern war, ich habe auch ein Jahr in Brasilien gelebt, ich bin froh, wo ich wieder in Bayern sein konnte und meine Brotzeit hatte, meinen Biergarten. Mir ist es weg, abgegangen. Und ich glaube auch nicht, seine Heimat zu verlassen, dass das Spaß macht und dass das psychologisch fördernd ist. Und Bayern und Syrien hat ja so viel gemeinsam. Gemeinsam denken Sie nur an das Y. Also, das Y, Libyen zum Beispiel, ist ja auch so prädestiniert, um mit Bayern nähere Beziehungen einzugehen. Damen und Herren, unbedingt. Mit diesen Aspekten lasse ich Sie jetzt allein, aber nicht ohne den Ausblick, dass morgen Sie auch wieder herzlich dazu eingeladen sind, mit mir einen kleinen Stadtrundgang zu machen. Wir schauen jetzt, dass wir da noch reinkommen und dann gibt es halt demnächst eine Sendung aus dem Asylantenheim. Ohne Asylanten, aber das kommt dann auch noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bei den Herren für die freundliche Unterstützung. Immer. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.